Unser Tante-Emma-Garten ist ein nachhaltiges und innovatives Konzept zur Nahversorgung, ganz nach dem Motto Ernten statt Kaufen. Wir stellen unseren Kunden ein professionell vorbereitetes Gemüsebeet zur Verfügung. Zum Zeitpunkt der Übergabe sind diese Gemüsebeete schon mit Gemüse vorbepflanzt und unsere Hobbygärtner können dann von Mai bis Ende Oktober ihr eigenes Gemüse pflegen und ernten. In der Zeit zwischen Oktober und Mai bereiten wir die Beete wieder professionell vor. Wir übernehmen sozusagen die schwere Arbeit, das Komposteinarbeiten, die leichte Bodenbearbeitung, damit es im Mai wieder bereit ist, das Beet für neue Pflanzen. Der große Pluspunkt ist, man weiß, wo die Lebensmittel herkommen. Sie sind regional, es wächst im Prinzip direkt vor der Haustür. Es ist eine große Vielfalt und man kann wieder mehr Bezug zur Natur und eine intensivere Beziehung zu seinen eigenen Lebensmitteln eigentlich schaffen. Wir schauen, dass wir sehr viele Raritäten auch vorpflanzen, damit die Leute auch mit neuem Gemüse unter Anführungszeichen oder alten Gemüsesorten in Berührung kommen. Nur eben dieses erste Viertel von diesen 20 Quadratmetern, die wir anbieten, sind schon vorbepflanzt. Das erleichtert den Einstieg ins Gatteln. Und der Rest kann man nach den individuellen Wünschen und Bedürfnissen gestalten. Der Tante-Emma-Garten ist ein Biotop der Artenvielfalt. Wir haben schwarze Tomaten, wir haben die violetten Karotten, Buschbohnen, wir haben Kringelrüben, weiße Radieschen. Also sowas bekommt man eigentlich im normalen Lebensmitteleinzelhandel sehr selten. Die Idee selber ist eigentlich schon mehrere Jahre alt. Die habe ich im Zuge meiner Ausbildung zur landwirtschaftlichen Meisterin gehabt. Dann ist aber wieder ein Randl in der Lade verschwunden sozusagen. Und während meines Studiums auf der Austrian Marketing University in Wieselburg hatten wir den Auftrag, einen Businessplan zu schreiben für eine neue Idee. Und da habe ich sie wieder rausgekramt, die neue alte Idee. Und kaum zu glauben, beim I2B-Wettbewerb habe ich dann auch wirklich den zweiten Platz damit gemacht. Der Businessplan bei der Gründung war für mich sehr wichtig, um alle Aspekte mal zu durchleuchten. Wie ist die Finanzierung? Wie schaut die Zielgruppe aus? Habe ich überhaupt genug Abnehmer? Bin ich richtig positioniert? Durch den I2B-Wettbewerb bin ich bekannter geworden, habe mehr Online-Präsenz bekommen und so sind viel mehr Menschen auf unser ganzes Projekt aufmerksam geworden. Das erste Jahr war total aufregend und es ist besser angenommen worden, als es mir eigentlich erträumen hätte können. Gerechnet haben wir so mit 20 Kunden am Anfang. Insgesamt haben wir jetzt 35 Kunden. Die Leute kommen eigentlich komplett unterschiedlich, je nachdem, wie es ihnen passt. Wir haben Pensionisten, wir haben Mütter mit Kindern hier, wir haben genauso auch Arbeitskolleginnen, die sich gemeinsam Beete genommen haben, bis hin zu Studenten. Corona war Herausforderung und Chance zugleich für uns. Herausforderung deshalb, weil es unser erstes Jahr heuer 2020 war. Und zum Zeitpunkt des Lockdowns war eigentlich noch nichts fertig, außer der Zaun rundherum. Außerdem hatten wir eigentlich große Pläne. Wir wollten ein Meet and Greet Fest machen, wir wollten eine Eröffnungsfeier machen. Das war dann alles nicht möglich. So habe ich dann jeden einzelnen Kunden zu einem einzelnen Gespräch eingeladen hier in den Garten. Das heißt, ich habe 35 Mal erklärt, wie alles funktioniert. Nach 3 Tagen habe ich keine Stimme mehr gehabt. Es war aber auch eine große Chance, weil einige Kunden haben mir dann auch gesagt, dass sie erst durch Corona eigentlich auf die Idee gekommen sind, einen Garten zu mieten und diesen Entschluss dann gefasst haben. Ja, es war ein Bangen, ein Warten, aber mit der Unterstützung von meinen Freunden und Familien, die immer wieder mir gut zugesprochen haben, war das dann auch alles schaffbar und ja, im Nachhinein gesehen ein toller Erfolg.